Herzlich willkommen zum Teil 3 meiner Reihe über Stimmpflege. Schön, dass du immer noch dabei bist oder falls du neu dabei bist, dann schau dir doch die ersten 2 Videos auch noch an. Stimmpflege beschränkt sich nicht nur auf die Stimme, denn du bist das Instrument, also dein ganzer Körper ist das Instrument. Deshalb ist auch die Prävention extrem wichtig, wie du lebst, ja, weil deine Stimme in deinem Körper sitzt. Heute widmen wir uns einem, ja, in unserer Gesellschaft leider sehr aktuellen Thema, dem Thema Stress. Stress ist nicht nur etwas einfach gleich viel Arbeit, wie das viele meinen, sondern Stress beinhaltet alles, was dich stresst. Sei das, dass du am Morgen im Stau stehst und dich gestresst fühlst, seien das irgendwelche Sorgen, Beziehungssorgen, finanzielle Art, einfach alles, was dich stresst. Und wir haben ein Stresssystem und das ist eigentlich gemacht für kurzzeitigen Stress, der dann wieder vorbeigeht. Also ich brauche wieder ein bisschen, wie immer, ein plakatives Beispiel, aber beispielsweise vor x tausend Jahren, wenn dann plötzlich der Säbelzahntiger hinter dir steht, dein Stresssystem wird aktiv und du hast die Energie, um zu flüchten. Das heißt, es ist kurz der Stress, dann rennst du, baust die Stresshormone wieder ab und der Stress ist vorbei. Dafür ist eigentlich unser Stresssystem gemacht. Das Problem in unserer heutigen Zeit ist, dass eigentlich Stress viel zu lange anhält. Und dafür ist unser System nicht wirklich gemacht. Das heißt, in unserer wirklich stressbeladenen Zeit, könnte man sagen, ist es sehr wichtig, dass du sehr häufig auch quasi dein, ich nenne es jetzt wieder sehr einfach, dein Beruhigungssystem genügend aktivierst. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Unser vegetatives Nervensystem hat den Parasympathikus, das ist quasi so wie der Entspannungsmodus, und den Sympathikus, das ist unser Stresssystem. Wir brauchen beides. Wie gesagt, Beispiel mit dem Säbelzahntiger, Stresssystem geht an und dann kommt wieder das beruhigende System, das sollte sich ebenso in Balance halten. Und in Balance halten, etwas kippt aus der Balance, wenn zum Beispiel zu lange immer nur das Stresssystem aktiv ist. Deshalb kannst du auch wirklich dafür sorgen, dass du möglichst viele Sachen machst, die ja deinen Parasympathikus stimulieren. Und dazu gehört natürlich alles, wie gesagt, was dir gut tut und dich beruhigt. Im letzten Video ging es ja um das Thema Schlaf. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der sehr wichtig ist, weil im Schlaf quasi bist du entspannt. Das ist definitiv für dein Beruhigungssystem da. Was auch sehr wichtig ist, ist, ja, dass du irgendwelche Sachen hast, wie du so immer wieder runterkommst. Und das kann für jeden was anderes sein. Also das kann zum Beispiel sein, dass du Yoga machst oder dass du irgendeine Entspannungstechnik machst oder dass du dich entspannst beim Lesen. Oder ich habe zum Beispiel 2 tolle Katzen. Und wenn die dann auf meiner Schoß sitzen und ich sie streichle und kraule und die vor sich hinschnurren und schön warm auf meiner Schoß sind, das finde ich zum Beispiel extrem entspannend. Oder jemand anders entspannt sich beim Stricken. Oder die Natur ist für mich zum Beispiel total eine Kraftquelle. Also wenn ich irgendwie in den Wald gehe, finde ich das total entspannend. Deshalb mein Tipp wäre mal, setz dich doch mal hin. Vielleicht magst du das Video auch kurz pausieren. Und schreib dir mal so 3, 4, 5 oder wenn dir sogar 10 Sachen in den Sinn kommen. Ja, einfach Sachen auf, wo du wirklich ganz bewusst eigentlich so das Beruhigungssystem aktivieren kannst. Eben, dann kann sein Katze kraulen, mit meiner Mutter telefonieren, stricken, spazieren, lesen, was weiß ich, dass du wirklich manchmal, wenn du dann wieder im Stress bist, so wirklich sagst, ah, okay, jetzt ist mein Stresssystem überaktiv, jetzt hole ich mir extra wieder etwas, was mich ein bisschen runterbringt. Und wie ihr ja wisst, bin ich Sängerin und Vocal Coach. Für mich ist zum Beispiel auch das Singen extrem entspannend. Also Singen ist auch eine super Sache, weil was beim Singen noch dazu kommt, ist, dass man, Singen heißt ja immer, man ist in der Ausatmung. Und Atmung ist etwa auch etwas, was wirklich sehr direkt auf unser vegetatives Nervensystem wirkt. Das heißt, sämtliche Atemtechniken sind da wirklich sehr hilfreich. Da gibt es ja auch ganz viele Sachen, finde dein eigenes Ding. Aber wenn du jetzt nicht in dem Sinne eine Atemtechnik lernen möchtest, achte dich einfach immer mal wieder darauf, dass du wirklich gut atmest, dass du auch gut ausatmest,
dass du keine einengende Kleidung trägst, dass du genügend an der frischen Luft bist oder genügend auch lüftest. Wirklich, Atmung ist wirklich super, super wichtig. Und was du auch machen kannst, wenn du jetzt schon deine Liste vor dir hast, schreib dir doch mal auch so deine größten Stressfaktoren auf. Vielleicht, wenn du schreibst so, oh, mich stresst das jeden Morgen im Berufsverkehr zu stehen, vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, wie du mit ÖV pendeln kannst. Oder mich stresst, wenn ich zwischen einzelnen Terminen irgendwie keine Pause habe. Vielleicht kannst du die Termine anders legen, dass du ein bisschen mehr Zeit dazwischen hast. Oder einfach so, ja, geh doch vielleicht auch so mal ein bisschen dein Leben durch, wie du ja, gewisse Sachen vielleicht auch ein bisschen anders organisieren könntest, um dich weniger gestresst zu fühlen. Einfach, dass du dir bewusst bist, Stress ist wirklich ganz schlecht für dein Immunsystem. Und je schlechter dein Immunsystem, desto eher wirst du natürlich auch krank. Kannst du als Sängerin nicht brauchen. Deshalb versuche wirklich, Stress möglichst zu reduzieren und möglichst viele entspannende Sachen in dein Leben einzubauen. Ja, einfach für die ganze Balance. Wie ich schon im ersten Video gesagt habe, alles, was für deine Stimme, deine Stimmpflege gut ist, ist auch für dich gut. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt, Your voice is a reflection of your lifestyle. Deine Stimme ist ein Spiegelbild deines Lifestyles.